Hä? Ich glaube, die hätten wir vielleicht auch auf normal geschafft, die, die Mission. Was? Okay, sie sind aufgestiegen, ey. Wenn das mal immer so einfach gehen würde, ne? Was habe ich denn jetzt eigentlich bekommen? Resonanzverstärker? Fokusstrahl? Jetzt wird länger auf den Gegner geschaffen. Berserkerantrieb? Oh, Overkill? Okay, das ist auch mal. Hat man nicht immer. Wie genau konnten die Rädelsführer fliehen? Niemand hier scheint das zu wissen. Die offizielle Untersuchung hat noch keine schlüssige Erklärung geliefert. Aber damit noch nicht genug. Der Nordführer Gideon, einer der meistgesuchten Männer, ist, wie es aussieht, verschwunden. Sollte er untergetaucht sein oder ist es einfach die Ruhe vor dem Sturm? In dieser Stunde sammeln sich tausende Nord-Anhänger in einem Lager bei dem schlafenden Skrinturm. Kane hat angekündigt, im Laufe des Tages vor ihnen zu erscheinen. Das ist es, Mann! Kane wird der ganzen Welt beweisen, dass er der Messias ist! Endlich. Endlich wissen wir wann. Und wir wissen wo. Ganz nehmen. Ich kann's nicht. Sie haben mir bald einen großen Dienst erwiesen. Danke nur. Das ist zu wenig. Noch eine Schlacht. Für meine Söhne. Für ihre Frau. Heute wird Kane sterben. Laut seiner Quellen bereitet Kane eine Rede vor seiner am Skrinturm versammelten Anhängerschaft vor. Colonel James will diese Chance nutzen, um den Nordführer zu eliminieren und seine Pläne zu vereiteln. Sie wird die Operation selbst ausführen und ist daher vor Ort bereits in Position. Wir müssen dafür sorgen, dass sie den Einsatz unversehrt überlebt. Ich kann die immer noch nicht ernst nehmen. Nee. Aber okay, wir müssen die anscheinend nur beschützen. Nur was übertrieben. Bist du jetzt immer noch im Rang höher als ich? Ja? Ich weiß nicht, wie viele Scharlatane ihr zurückgewiesen habt. Wie viele Unterdrücker ihr niedergerungen habt. Ja, unser Weg war in der Tat lang, meine Kinder. Aber heute könnt ihr ruhen. Unterstützung. Wer läuft denn da? Ist das... James, bist du das? Nein. Oder? Aktivierung erfolgreich, Commander. Warten auf weitere Befehle. Ja, bei StarCraft oder wieso hat die so einen Poweranzug? Okay, Commander, hier ist der Plan. Ich will zu dem Forschungszentrum gehen und Position beziehen. Da Kane auch dort ist, werden wir mit Widerstand rechnen müssen. Beschäftigen Sie das Pack, bis die Position gefunden ist. Kein Problem. Achso, ja, stimmt, ich sollte mich positionieren. Gehen Sie voraus, Commander. Ich bin direkt hinter Ihnen. Wie viele grüne Tiberium hier rumliegt eigentlich? Okay. Neues Einsatzziel. Okay, das würde ich jetzt eigentlich einsammeln, aber kein Problem. Jetzt kann ich nämlich schon auf Stufe 2 gehen und kann eigentlich wieder meine ganzen Ausbauerei eigentlich in Ruhe lassen und baue gleich wieder Hammerheads. Auf in die Schlacht. Ach, jetzt haben wir auch sogar 60 Punkte, das ist auch was Schönes. Paladin kann ich auch mal bauen. Gut, ich fliege mal schon ein bisschen voraus und guck mal, was die Karte so sagt. Ihr seid eigentlich mal das Suizid-Team. Seid da, um zu gucken. So viele rotes Tiberium hier. Ein grünes. Ich kann ja einsammeln, aber ich habe Angst zu sterben. Ja gut, es ist nur Ingenieur. Ja, okay. Okay. Wie auf einmal her? Stefan-Einheiten. Solche Mistgeburt. Okay, wir sollen auf jeden Fall schaffen, dass das sie überlebt. Ich glaube, die Stefan-Einheiten kommen gerade sogar zu uns. Finde ich sogar gut. Ich nicht? Doch, wir haben einen Rekorder bei uns, mit einem kleinen Vorteil. Okay, sie... Ja, ja stimmt, wir haben unseren Crawler da. So, gut. Dann sollen die ersten mal kommen.
Keine Angst. Eingegrabene Einheit geordnet. Ah, da sind sie. Brennt dieses Gesindel. Na dann schieß mal alle bitte drauf. Ich hab jetzt 69 Punkte erreicht. Bitte auch alle kaputt machen. Ja, ich nicht. Ja. Bei mir baut er anscheinend auch gar nicht weiter. Okay, die Hammerheads sind ja denn doch nicht so knorke, merke ich. Es sei denn, ich gebe mal einen Berserkangriff. Okay. Du kannst ja unten die ganzen Päckchen eigentlich immer nehmen. Oder Kerne. Ja, na ja. Ist ja eigentlich da auch nicht so schlecht. Einheit verloren. Einheit verloren, klingt nicht so toll. Ja, okay, oh. Dann mal alle bitte da drauf. Das kleine Käfer oder was? Warte, um die kleinen kann ich mich kümmern, weil gegen die bin ich ganz gut, merke ich hier gerade. Du kannst dich ja um die Skorpione kümmern, mehr oder weniger. Skorpione. Ja, der kaputt ist schon. Oh, wie viele Kerne für dich da unten sind. Oh ja, dann würde ich halt mal sagen, wir preschen mal so ein bisschen vor. Ja. Moment, dauert halt mal bei mir ein bisschen. Hui, ein bisschen. So, dann komme ich mal vielleicht ein bisschen helfen. Ey, warte mal, wir dürfen eigentlich doch nicht so weit vorwaschen. Obwohl, ja, 26 Minuten haben wir, also wir haben eine Zeitbegrenzung dafür. Ist auch schon scheiße. Zeitsachen mag ich eigentlich nicht so. Aber das ist ganz schön viele Ingenieure gebaut. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, die tue ich gleich alle mal aussortieren. Dann Punkt legen. Bye. Ja, manchmal das so die Trennung von denen ist eigentlich auch immer nicht so einfach, ne? Also nicht immer. Aber so viele Kerne, ey, ich fasse es nicht, warum die dir so viele Kerne geben. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich sie nicht gönnen würde, aber... Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Hier kriegst du mal einen Berserkangriff. Ob die dir was bringt, ist die nächste Frage, aber... Ja. So, dann wollen wir mal alle da drauf. Oh, ist ja niedlich. Ach, Koller da geht? Wir müssen das Notpack ausschalten, dann kann ich durch. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Und nicht hetzen, ne? Und nicht die schnellsten und nicht die jüngsten und. Oh, der feindliche Crawler. Oh, ich kümmere mich schon mal um den Crawler. Ja, wollte ich ja sagen. Habe ich ja gesagt. Alle mal nachladen und den alle drauf schießen. Also, ich sag mal so lässt es sich doch einfacher spielen und leben. Ne, ich glaube, das liegt daran, da wir mal ein bisschen mehr Erfahrung bekommen haben irgendwann. Warte mal, hier rechts ist so ein Tiberium-Kern. Nimmst du den mit? Dabei. Oh, ich höre ihn labern. Und jubeln. Na gut, ich höre... What? Ist das ja irgend so ein Kontrollpunkt? Was ist jetzt noch ein Zwischenbase für uns? Apropos Base, ich höre mal eigentlich meine mit nach hinten, ne? Ja, ich auch. Arbeit geleistet. Ich will in das zentrale Kommandogebäude, um die Tür zu diesem Steg zu öffnen. Nur weil du wieder extra Wünsche hast, dürfen wir dich jetzt verteidigen, oder was? Mehr oder weniger, ja. Hören Sie, Commander, es wird wohl eine Weile dauern, bis ich die Tür zu dem Steg öffnen kann. Halten Sie da draußen Wache, nur für den Fall, dass Nod auftaucht. Ja, wird schon nicht. Neues Einsatzziel erhalten. Okay. Ach, du heilst erstmal alles so hier von den ganzen Gebäuden. Das ist auch nicht schlecht. Ja, wenn ich das schon kann, dann tue ich das noch schon. Das stimmt. Weil, wenn der jetzt irgendwie was macht... Macht ihr das bestimmt? Wir werden siegen. Oh, da kommt gerade sogar Nordeinheiten. Gebt auf! Sollt weiter heilen. Hier. So, ja. Warum fallen die alle hin? Alle Kanäle auf Empfang.
So, meine Basis ist genau so, dass keiner eigentlich durchrushen kann, mehr oder weniger. Ich habe ein paar der Defensivsysteme der Basis aktiviert. Wir können sie als Deckung benutzen. Ja, guck, habe ich nicht mit uns probiert. Tempoverstärker wurde installiert. Wir haben jetzt die Reichweitenerhöhung. Das stimmt. So, Energiestatus. Oh. Oh, ist ja niedlich. Die kommen und sterben so gut, ey. Also ich habe jetzt alle meine Upgrades. Ja, das ist fast alle auf Sternrang sogar. Auch nicht schlecht. Boah, gut, ich flieg mal ein bisschen vor, um zu gucken, was so abgeht. Wenn was ist, einfach nur schreien. Warte mal, wird deine Basis gerade angerufen? Wurde. Wurde, das ist ja niedlich. Ist ja putzig. Was das grüne Tiberium bringt, ob du da mal einen schnell hinschicken kannst? Ja. Das bringt halt mehr Punkte. Ach so. Ja gut, wir können Erfahrungspunkte brauchen, ne? Ist ja auch so, dass man, wenn wir da irgendwann vielleicht die Nordkampagne machen, uns der EP-Rang ja auch erhalten bleibt und wir dann gleich bessere Einheiten haben, theoretisch zum Angreifen. Ja, bisschen Schwachsinn. Da kommen wir theoretisch schon. Theoretisch. Oh, hier sind ja gerade Einheit. Na, ich mach die schon mal kaputt. Wenn ich abhauen. Au, 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 au. Eine übernatürliche Kraft aus dem Boden hat eigentlich so gut wie meine ganze Flotte zerstört. Ja, da muss ich auch schmunzeln. Das ärgert mich jetzt gerade auch ein bisschen. Unser Crawler wird angegriffen. Ihre Geduld zahlt sich aus. Hammerhead bereit zum Abheben. Die Heiler kommen von oben. Alter Schwede. So, wo bist du denn eigentlich mit deinen ganzen Einheiten? Ach da. Na gut, ich wollte dir nichts vorwerfen von wegen, dass du nicht mitmachst oder so, nein. Einsatzziel erreicht. Okay. Jetzt ist Kane dran. Sogar schon von den Gegnern was eingenommen. Jo. Da kannst du hier unten ist auch noch so bei mir was, was du einnehmen könntest. Ja gut, die Teile kannst du ja eigentlich auch noch nehmen. Die Avatare. Ich fasse es nicht mehr, ehrlich. So fertig gemacht. Oh oh. Verdammt, ich kann ihn von hier nicht erwischen. Ich muss weiter rauf, vielleicht ist das besser. Geben Sie mir Deckung. Sonst noch einen Wunsch. Meine Fresse. Wir haben zu wenig Kommandeurspunkte. Wie ich am liebsten jetzt speichern wollen würde, weißt du? Speichern! Echt jetzt? Geht nicht. Neues Einsatzziel erhalten. Ich dachte jetzt, es geht. Alter. Das wär's. Ich träume auch gerne. Sterne Gerechtigkeit. So. Ich bin Ihr Mann. Alle mal nachladen. Was ist das jetzt? Berserkerantrieb aktivieren. Na, laufen Sie Amok und fahren Sie vorübergehend schneller und unpräzise. Dies wirkt sich negativ auf Ihre Geschwindigkeit und Ihre Ausweichchance aus. Ach, scheiß drauf. Aber welche übernatürliche Kraft bitteschön tötet mich aus dem Boden? Das finde ich nicht in Ordnung. Warum kann die das? Gut, kommst du jetzt mit oder? Ja, nicht. Weil unsere Kleine läuft ja schon irgendwie vor ein bisschen. Bleibst du da jetzt? Sicher. Wo müssen wir denn jetzt hin? Irgendwo da links, oder? Ja. Na, Leute. Wir brauchen mehr Kommandeurspunkte. Ich hoffe, mein die Kraft aus dem Boden tötet mich schon wieder nicht. Bin dabei. Da nimmst du das mal ein. Hallo. Achso, na gut, ich. Hallo? Wie er sich erstmal wehrt. Nein, ich will das nicht. Du kannst mich nicht zwingen. Warte mal, ich mache jetzt einen großen Bogen um das scheiß grüne Tiberiumfeld. Sie tötet mich das wieder. Bin dabei. Feindliche Einheiten gesichtet. Alle Mann anschneiden. Will ich die schon töten? Nein, will ich eigentlich noch nicht. Jo. Es sei denn, es schießt jemand schon drauf, ist ja kein Problem. So nicht entlang. Okay, sind alle soweit? Oh, ist ja niedlich hier, so eine. Oh, kleine Bikes, die mache ich jetzt platt. Kümmert euch mal bitte drum. Ich weiß, ihr könnt das. Lasst mich jetzt nicht in den Stich. Ja, bitte alle.
Geht's bei dir oder brauchst du jetzt gerade noch eine Hilfe?